So, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Outlast Whistleblower. Wir scheinen uns, so wie es aussieht, langsam dem Ende zu widmen. Und müssen jetzt vorsichtig langsam weitergehen am besten. Dann wird geschossen. An alle Einheiten Erlaubnis zu wurden erteilt. Wiederholt Einheiten tödliche Waffen einsetzen. Uh-oh. So wie es aussieht, soll ich wohl aufpassen. Ich habe jetzt noch 3 Batterien. Und ja. Hier sind bewaffnete Leute unterwegs. Die Frage ist, auf was haben sie es jetzt noch abgesehen? Ach ja, die ganzen... okay. Die sind jetzt sicherlich noch da drauf aus, so viel wie möglich halt, wie gesagt, jetzt unschädlich zu machen, um das ganze Ding auch zu klären. Okay. Helen Great. Ruler Wernick Ausstieg. Okay. Sehr geehrte Herren. Der Grundstein wurde gelegt, um einen ergebnungslosen Austritt von Rudolf Wernick aus den tragenden und finanziellen Systemen von Mount Massive zu gewährleisten. Sein fortgeschrittenes Alter sollte allen möglichen Verdächtigungen unter den Vertragsarbeiten. Und den Angestellten entgegenwirken, welche ihnen netterweise mit dem Spitznamen der Gruftwächter belegt haben. Und juristisch gesehen starb er vor Jahren. Okay, also juristisch starb er schon, aber er ist eigentlich noch am Leben. Das ist ja interessant. Ich müsste mal kurz... Ich hatte hier gerade eben einen Wecker gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, aber wir gehen ja jetzt Richtung langsam Ende. Soweit ich verstanden habe, wurde die Verlagerung der Patienten, also hier 14306, Strichstrich, also hier den Bindestrich, nee, minus 8, 14279, minus 1 und 14868, minus 1, bereits geplant wurden. Wir alle sind schrecklich aufgeregt über den offensichtliche wir alle sind schrecklich aufgeregt über das offensichtliche Profitpotenzial des neuen Projektes. Mein Wissenschaftler haben Wernick Unterlagen durchgeforstet und fanden keine Hinweise auf die 3 luziden Träumer. Ich denke, es ist eine sichere Annahme, dass Wernick durch den teilweise Erfolg mit seinem Patient Billy Hope und seiner eigenen Gebrechlichkeit so sehr abgelenkt waren, dass er zu blind war, um die tatsächliche Entdeckung zu erfassen und zu realisieren. Selbst eine minimale Ausbeutung der Ressourcen ist kaum zu unterschätzen. Ich hoffe nur, dass die neue Anlage gründlich genug abschirmt ist, um Frauen zuzulassen, sodass ich zukünftig Resultate mit meinen eigenen Augen sehen kann. Respektvoll, Helen Gray, Murkoff, Abteilung für juristischen Schadensbegrenzung. Okay. Also die versuchen, nochmal eine Art zu finden, wo Frauen mit eingeteilt werden können. Okay, da will ich nicht hin. Ich bin sowieso bald am Marsch. Mehrere Männer im Untergeschoss am Boden. Unbekannte Angreifer. Warte mal.
Roman. Okay, scheinbar ist unten im Untergeschoss ganz schön viel los. Hört sich hier gar nicht gut an. Bedeutet. Was ist jetzt bald oder wie ist das? Okay, da geht's nicht weiter. Also heißt es, wir sind fast da. Oder? Alter, dass das Ding da hinten schon brennt. Oh mein Gott, ich sollte. Ist hier noch was? Ist auch zu. Gut. Wo geht's denn hin? Okay, langer Gang. Okay, hier sind noch ein paar Fach. Alter, den einen hat sich hier zerruppt. Ich weiß noch, der Fette mit dem Ketten war hier, aber der müsste jetzt irgendwo anders in irgendeinem anderen Gebiet sein. Die Frage ist halt. Eine hat noch überlebt gehabt, so wie ich weiß. Warte mal, wir sind hier. Wurde hier alles geklärt? Es kann gut sein, dass sie sogar noch welche paar Probanden mitgenommen haben. Hier versiegelte Tür, dass man nicht reinkommt. Hier sind noch Unterlagen. Gut. Transferautorisation für Patienten. Murkoff müsste. Also Murkoff, der Psychiatric System Mount Massive. Nach Murkoff ARD. Okay, Zeichner Einrichtung. Warnung. Level typisch schwarz. Sicherheitsprotokoll inklusive chemischer Fixierung, physische Fixierung und separater adaptiver Überdruckkammer. Sind für die gesamte Dauer des Transfers zu nutzen. Chemische Stimulisierung für alles Personal innerhalb von 50 Metern zu den Patienten ist nachdrücklich empfohlen. Kommunikationsversuche sollten als Halluzinationen angesehen und ignoriert werden. Ach du Scheiße. Gesichtsentstellungen sollten nicht als Zeichen von Verlust der Wahrnehmungsschärfe angesehen werden. Sie sind psychisch blind oder nicht unsehen. Anmerkung: Sicherheitsfreigabe für Projekt Walder ist nicht genügend für Informationen. Über die Patienten, die ich schon vorgelesen hatte, das will ich jetzt nicht nochmal. Eine neue Sicherheitsfreigabe wird ausgeschrieben und eine dementsprechende Protokoll eingerichtet werden. Unsere drei Hauptverdächtigen, die da oben schon standen, werden speziell angesehen. Das ist gar nicht gut. Ist hier noch irgendwas? Ah, die haben jetzt hier alle Unterlagen sicherlich noch mitgenommen, oder? Gibt's hier noch irgendwas? Also gut, es scheint so, dass gewisse Leute alles weg haben wollen. Oh mein Gott, die Toiletten. Oh mein Gott, wer hat denn die Dinger so gemacht? Frage, in welche Richtung geht es jetzt? Hier geht's nicht weiter. Hier wurde alles fixiert. Die haben eine ganze Sicherheitsstufe hier draus gemacht. Das ist auch zugemacht worden. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir bloß die Treppe runtergehen müssen. Oder ob es noch was anderes gibt. Nee, hier ist auch alles dicht. Ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Also scheint es wohl, dass drei spezielle Leute in der Gefahrenstufe sehr hoch sind. Dass sie entweder gefangen werden sollen oder gar terminiert. Oh mein Gott, guck mal, wo wir hier sind. Den Raum kenne ich doch noch. Mann, waren das schöne Zeiten, wo ich die ganze Zeit mich hin und her gejagt habe. Hier sind wir, da war der Überwachungsraum gewesen, dort wo der eine Priester mich abgefangen hat und dann komplett essentiell weggemacht hatte. Da hinten war derjenige Rollstuhl, der mich attackiert hatte. Mr. Park. Zum Teufel sind sie noch am Leben. How the fuck are you still alive? Let's make a deal. You help me.
I'll help you. Please? Helfen Sie mir bitte. Hast du nicht nur eine... Nee, die Schusswunde ist halt wie gesagt so... Ich weiß jetzt nicht, wie lange er da steht. Jeremy Blair. Jeremy Blair, das Vorgesetzte meines Vorgesetzten. Ein Mann, der mich hätte häuten mit Salz bedecken und vergewaltigen lassen, wenn es eine Beförderung für ein paar Martinis bedeutet hätte. Verletzt, sterbend, wenn er nicht schon tot ist. Ich bemühe mich, ihn zu bemitleiden. Ich tue ich wirklich. Aber nie im Leben lasse ich mich von ihm davon abhalten, von diesem gottverdammten Ort zu flüchten. Okay. Ist hier noch irgendwas? Wenn ich mal so frei fragen darf. Da ist alles verrammelt worden. Aber alles hier aufgemacht. Ich weiß, ich könnte... Also ich könnte jetzt in der Freiheit gehen. Ich gucke aber, vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Nö, gibt es nicht. Na gut. Oh, warte mal! Oh nein, jetzt haut er noch mal rein. Oh, scheiße, hat er eine Klinge oder was ist das? Oh mein Gott. Ah! Oh nein. Kann ich stoppen. Okay, er ist schon frei, wir sind alle mal am Haus. Ach du Scheiße. Oh. Und jetzt irgendwie hier rauskommen. Ja, tolle Scheiße, was sagt man dazu? Er ist aber hier. Dann hoffen wir mal, dass er uns irgendwie vielleicht rauslässt. Warte, wir sind nochmal so verschwenderisch. Okay. Wir sind die Freiheit entkommen. Freiheit! Wir können das ganze Gebäude hinter uns lassen. Halleluja! Freiheit! Freiheit! Obwohl, was mit dem Wallrider jetzt noch? Und da noch was? Ach, scheiß drauf! Renn mir lieber! Man zieht die Freiheit voraus. Tschüss, ihr Dreckspack da drinne. Ich hoffe, ihr seid alle gut verreckt. Und auf Wiedersehen. Ja. Warte mal, was? Warte mal, was? Oh nein. Oh nein. Warte mal, das ist doch... Das ist ja wirklich. Der hat komplett. Der Wallrider hat komplett Besitz von ihm ergriffen. Schaffst du's? Bitte. Wir sind draußen. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit. Video von Murkoff in die Scheiße zu rein. Got out of Mount Massive alive. And we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Ist es wirklich wert, so viel zu schaden? Warte mal, kann ich es entscheiden oder nicht? Es ist, glaube ich, eher besser. Was machen wir? Rein theoretisch wäre es für die Familie besser. Wie handeln wir jetzt damit? Na gut, drück mir mal. Zeigen wir der Welt, was los war. Was wir alles erlebt haben.
was alles passiert ist. Also ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es halt wie gesagt alles jetzt schnell vorbeiging, ist es halt wirklich echt doof gewesen, weil ich dachte, wir würden vielleicht ein bisschen mehr machen als bloß 15 Minuten vielleicht so. Ich hätte doch ein bisschen was geguckt, wenn ich das in der Zeit mache. Aber ich habe ja, wie ich gesagt habe, jetzt erstmal halt so, halt, dass ich es halt wie gesagt spiele. Das war ein DLC. Das war's auch Outlast Whistleblower. Es hat mir halt wie gesagt sehr gut gefallen, dass man halt wie gesagt alles nochmal wieder, wie gesagt, komplett reingeschmissen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob man halt wie gesagt auch abwarten hätte können und halt wie gesagt das Ganze so. Ist halt so ein bisschen fragwürdig gewesen. Ich habe mich halt wie gesagt jetzt dazu entschieden gehabt, weil scheißegal, was in dieser Anlage passiert ist, ich bin da glücklich rausgekommen. Dorft man, dass die Person weiterhin wirklich noch überlebt. Man muss ehrlich sagen, halt wie gesagt, dieses Spielgefühl nochmal da drinnen zu sein, oh mein Gott. Also am meisten war halt, also es gab halt wie gesagt zwei Hauptgegner diesmal. Das war einmal halt wie gesagt der Chefkoch, der mit der schönen Kreissäge, der uns in den Ofen stecken wollte. Und dann noch dieser verdammte Irre, zwecks wegen Thema, er wollte uns Frau machen. Aber alter Verwalter, hätte ich das nicht gedacht, dass es halt wie gesagt nochmal so heftig werden wird. Bin jedenfalls froh, durch zu sein. Und ja. Gibt's sonst noch etwas Gutes zu sagen? Naja. Nee, aber ich könnte noch was anderes sagen. Halt, wie gesagt, so. Ihr habt jetzt auch in den letzten Zeit, halt, wie gesagt, so ein bisschen miterlebt. Also, die jedenfalls, die es auch, halt, wie gesagt, so alles regelmäßig, halt, wie gesagt, auch ein bisschen mitsehen. Dass ich halt, wie gesagt, ab und zu mal, halt, wie gesagt, so. Also ich versuche halt, wie gesagt, jeden zweiten Tag zu bringen. Wenn ich irgendwas dazwischen mache, dann heißt es vielleicht neues Projekt, dass ich anfangen kann, aber ich muss halt, wie gesagt, von der Zeit sagen. Deshalb, wie gesagt, versuche ich alle zwei Tage halt, wie gesagt, was hochzubringen. Die restlichen Einzeltage lässt sich dann so weitestgehend frei für irgendwelche anderen Projekte. Auch wenn ich weiß, dass das hier halt, wie gesagt, das letzte bisschen halt, wie gesagt, davon ist, werde ich trotzdem halt, wie gesagt, ein kleines bisschen später bringen, das Ganze. Ich hoffe, ihr könnt mir halt verzeihen, dass ich jetzt nicht alles auf einmal dann rausgeschmissen hätte. Jetzt hätte ich gerne an einem Tag alles fertig gemacht gehabt, aber ich habe mich doch da lieber dagegen entschieden, weil ich weiß nicht, wie viele das dann gesehen hätten. Deshalb lieber stückchenweise, dafür ein bisschen längere Folge alles und so. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Also, ich kann es bloß wirklich weiterempfehlen. Und ich habe ja noch einen Teil Outlast 2 habe ich dann irgendwann noch vor mir. Bedeutet, ihr könnt euch dann freuen. Irgendwann wird es halt, wie gesagt, weiter damit gehen. Also vielleicht auch nächstes Jahr erst. Ich muss halt, wie gesagt, gucken, wie ich das Ganze mache am besten. Bin jetzt auch als erstmal so weit, dass ich jetzt versuche, als erstmal Far Cry, als erstmal so weitestgehend zu spielen und dann mal gucken, wegen zum Beispiel restliche Projekte, ob ich die dann noch irgendwie halt, wie gesagt, fertig machen kann, weiterführen. Das werde ich dann halt, wie gesagt, alles sehen, wie ich das Ganze mache. Und das werdet ihr dann auch halt, wie gesagt, alles sehen. Aber es steht noch als erstes meine Zukunft. Ich bin als erstmal froh mit dem, was ich jetzt noch habe. Ich mache auch das als erstmal, was ich jetzt noch habe. Und das sind halt, wie gesagt, alles solche Einzelteile, die halt, wie gesagt, irgendwann später dazu kommen. Aber das war es jedenfalls jetzt mit Outlast Whistleblower. Ich hoffe, euch hat es jedenfalls gefallen. Und falls ihr wollt, könnt ihr auch das erste Let's Play Outlast noch halt, wie gesagt, sehen. Ich glaube, das hätte ich halt die ganze Zeit verlinken können, halt wie gesagt so, aber ich dachte mir so, nee, lass ich mal lieber. Ich will halt, wie gesagt, dieses kleine Let's Play halt, wie gesagt, mit so reinbringen. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen besser gewesen. Deshalb schaut ruhig in der Playlist von Outlast vorbei. Ist auch was Spannendes passiert. Da seht ihr den zweiten Part, wie es zu allem gekommen ist. Also jetzt wegen Thema auch Ende mit allem zu. Aber dann würde ich auch meinen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag noch. Und dann bis zu einem weiteren Projekt dann später wieder. Aber als erstmal wisst ihr, Far Cry 5 wird durchgespielt. Dann tschüss, schönen Tag euch noch.